Schlüssel für das Beneiden. Wenn ich an jemanden schlecht denke, dann beneide ich ihn. Genauso ist das Schlüssel für den Hass. Wenn ich schlecht denke an ihn, dann hasse ich ihn. So sozusagen ist das schlechte Denken an deinen Bruder sozusagen Schlüssel für viele Sachen und viele Sünden, die von dir kommen könnten, dadurch, dass du schlecht an ihn denkst. Und das Gegenteil sollte sein, du sollst an deinen Bruder gutes Denken haben. Kunu ibadallahi ikhwana. Ihr sollt Gottes Diener, Gottes Sklaven sein und auch Brüder solltet ihr sein. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, sollten wir auf unsere Gegenwart schauen. Sollten wir uns auf unsere Familien schauen, wie das bei uns in der Familie ist, wie das bei uns zwischen den Freunden ist, wie das bei uns sozusagen auf der Straße mit den Muslimen, mit dem Moschee, mit egal wo man hingeht. Leider, leider sieht man das schlechte Denken von den anderen. Man hat ein schlechtes Gedenken an den anderen. Als Beispiel, ich gebe euch einige Beispiele, wie man das in unserem Leben sieht, wie man schlecht an den anderen denkt. Einer der Beispiele, dass man immer das Herz interpretiert, als ob jeder eine Sicht hat in den Herz von den anderen. Er handelt etwas, er macht etwas, sagt er hat das gemeint. Er hat diese Absicht gehabt. Der macht das aus dieser Absicht. Wie schaust du in sein Herz? Wie kannst du in sein Herz schauen? Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einer von den Gefährten, in einem Kampf war er und da hat der Gegner von diesem Zaid, Usama bin Zaid, da hat der Gegner die Waffe verloren. Und als er die Waffe verloren gehabt hat, der hatte viele Interpretationsmöglichkeiten. Und da hat er La ilaha illallah gesagt. Der ist in den Islam reingetreten. Was hat der andere gemacht? Der hat ihn getötet. Der hat interpretiert. Der hat gesagt, nein, weil er die Waffe verloren hat, sagt er La ilaha illallah. Wenn er Waffe hätte, würde er weiterkämpfen. Und als das zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sagt er, hast du in sein Herz reingeschaut? Hast du in sein Herz reingeschaut? Hast du in sein Herz reingeschaut? Und er wiederholte das. Er wünschte sich an dem Tag, bis dahin noch nicht Muslim gewesen zu sein. Warum? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringt uns hier eine Sache klar bei. Wir sollten nicht die Herzen interpretieren. Wir können nur die Taten interpretieren. Das, was öffentlich zu sehen ist, darauf kannst du dein Urteil geben. Aber was heutzutage verbreitet ist, kommt etwas näher. Heute ist es verbreitet, dass man bei jeder Tat schon die Absicht interpretiert. Er macht das aus dem Grund und er ist ein Heuchler. Sogar wenn jemand spendet, sagt man über ihn, der ist ein Angeber. Sogar wenn jemand was Gutes macht, sagt man ihm, der tut nur so. Wie hast du in sein Herz reingeschaut? Das ist einer der großen Probleme, die wir lösen sollten. Woher kommt diese Sache? Weil wir von Anfang an schlechte Vermutungen haben über unsere Brüder. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, liebe Brüder und liebe Schwestern. Wenn wirklich was Falsches auftaucht von einem Bruder, man sucht keine Entschuldigung von seinem Bruder. Man macht nicht die Möglichkeit, es kann sein, dass er das und das gemeint hat, etwas Gutes zu denken. Es kann sein, dass er sozusagen eine Entschuldigung hat, eine besondere Schwierigkeit hat, irgendwas, wo man sozusagen als gute Entschuldigung für seinen Bruder sieht. Aber wenn er was Falsches macht, dann verlangt er von allen, dass sie ihn entschuldigen für das und das, wenn er eine Entschuldigung hat. Deswegen, dass man nicht Gutes an seinen Bruder denkt, das führt dazu, dass du auch keine Entschuldigung für deinen Bruder findest. Und dass du immer schwarz denkst. Und dass du immer bei jedem Fehler alles schon groß machst. Wieso? Weil von Anfang an ist eine Krankheit in dein Herz. Das schlechte Denken über deinen Bruder, das, was wir sozusagen säubern sollten aus unseren Herzen. Auch
Auch ein Beispiel, liebe Brüder, liebe Schwester. Heutzutage, wir geben Urteil über einen Mensch, über deinen Bruder. Mit was? Mit Vermutungen. Du hast gar keine richtige, sozusagen, Fakt, keine Wahrheit, keine Beweis, aber gibst schon Urteil mit Vermutungen. Ich vermute, dieser Bruder ist so. Bestimmt macht er so. Bestimmt hat er so. Bestimmt. Woher weißt du das? Dieses Urteil bauen auf eine Vermutung kommt von der gleichen Krankheit. Und zwar, dass du ein schlechtes Denken vorprogrammiert hast. Und so deswegen gibst du schon ein leichtes Urteil über deinen Bruder. Noch eine sozusagen Krankheit oder eine sozusagen sehr deutliche Situation, die passiert mit den Brüdern, wenn zum Beispiel einen was trifft, dem ist sein Auto verloren, seine Arbeit, irgendwas, was einen trifft, was eigentlich, wo man sozusagen immer an Seite des Bruders sein sollte, wo man immer dem Bruder eigentlich helfen sollte, dann kommt der Schadenfrohheit. Der ist schadenfroh. Das geschieht ihm recht. Woher kommt dieser Gedanke? Weil er schon von Anfang an ihn schlecht denkt. Der hat das und das gemacht. Deswegen bekommt er das. Und das geschieht ihm recht. Heutzutage sieht man sogar Völker, die sozusagen dem schlecht geht. Dann versucht man auch über die schlecht zu denken und sagt, das geschieht ihnen recht. Sie haben das verdient. Sie haben so und so gemacht. Dieses schlechte Denken an deinen Bruder, da solltest du auch mit einer Abrechnung von Allah subhanahu wa ta'ala rechnen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie er ihn getroffen hat, kann er auch dich treffen. Und höchstwahrscheinlich ist das auch die Bestrafung für das schlechte Denken, wenn man schadensfroh ist gegenüber seinem Bruder. Aber woher kommt das? Das kommt wegen dem schlechten Denken an deinen Bruder. Anstatt zu gucken, dass dieser Mensch, dem es Schlechtes getroffen wurde, dass du ihm hilfst, sodass Allah dich auch eines Tages helfen und aus der Klemme rausbringt, genauso wie du deinem Bruder geholfen hast, so denkt der Gläubige. Andersrum, wenn man wirklich, wirklich einen Fehler sieht, dass man das behandelt mit der islamischen Weise, mit der Nasiha, nicht mit schadensfroh, dass er schadensfroh ist, dass ihn das und das getroffen hat. Das ist kein sauberer Gedanke, kein sauberer Weg. Und noch eine Sache, liebe Brüder, liebe Schwester, und das kann keiner bestreiten, das sieht ihr und das hört ihr, und bis jetzt sind unter uns und überall, wo ihr hingeht, Leute, die diese Gedanken haben. Woher kommt das? Durch diese schlechte Denken an den Brüdern. Man hat sogar das schlechte Denken an diejenigen, wo man eigentlich nur Gutes von ihnen kennt, nur Gutes von an denen denken sollte.